Ja, hallo Leute, heute geht es um das Thema Bewertung von Kunden. Und ja, vielleicht kennt ihr das, ihr seid auf einer Feier, auf einer Hochzeit oder auf einem Geburtstagsfeier oder ja, irgendwo auf einer Party und dann auf einmal sagt ihr dem Kunden, ja, bitte bewertet mich doch, ich schicke euch einen Link zu über mein Bewertungsportal, schreibt mir doch was Schönes rein. Ihr schickt den Link zu und es bewertet keiner. Ihr hakt nochmal nach bei dem Brautpaar per E-Mail, es bewertet immer noch keiner. Und heute in diesem Video möchte ich euch mal erzählen, was ihr tun könnt, dass ihr die Bewertung auch bekommt. Ja, wie hole ich Kundenbewertung am einfachsten ein? Darum geht es in diesem Video. Und ja, ich kann die Kunden schon ein bisschen verstehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Bewertungslink schickt, ich arbeite da ja mit Proven Expert zusammen. Und da muss man einen Link verschicken, dass die Kunden einen nochmal bewerten können, unabhängig. Und ja, da verstehe ich die Kunden schon, dass die einfach dann auch keine Lust mehr haben, das im Nachhinein nochmal extra was zu schreiben, extra was zu bewerten. Und man wird ja wirklich ja so viele Bewertungsanfragen. Ich meine, ihr kennt das vielleicht von Amazon. Ich kriege ständig, wenn ich was gekauft habe, soll ich irgendwas bewerten. Und ja, ich habe da einfach auch keine Zeit und keine Lust zu und lasse es dann meistens weg. Und so geht es unseren Kunden ja letztlich auch, ja. Und ja, mein Tipp, und der richtig gut funktioniert, der ist wirklich, ihr müsst die Kunden schon im Vorgespräch darauf ansprechen, dass euch eine Bewertung wichtig ist und ihnen das mitteilen. Wenn ihr dann an der Feier seid und die Party, es war alles mega geil und ihr sagt, Mensch, Leute, eine Bewertung ist mir wichtig, ich schicke euch den Link zu, könnt ihr das bitte tun? Da müsst ihr es nochmal wiederholen. Und wenn ihr dann die E-Mail schickt, dann werden eure Kunden euch auch gerne bewerten, weil sie einfach wissen, dass es euch persönlich wichtig war. Ihr habt was getan für das Brautpaar, eine coole Feier gemacht, die richtige Musik gespielt. Und wenn ihr dann denen mitteilt, dass es euch persönlich wichtig ist, dass ihr diese Bewertung bekommt, dann schreiben die es auch rein. Und ja, das ist mein Tipp an dieser Stelle. Mehrfach aber im Vorgespräch schon und an der Feier nochmal darauf aufmerksam machen, dass es euch wichtig ist. Und dann bekommt ihr auch diese Bewertung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer DJ Max.